Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Puja. In der letzten Folge haben wir die Kanalisation noch ein bisschen erkundet und ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns, glaube ich. Und wir sagen, wir gucken dann mal, was wir hier noch finden. Ne? Machen wir das? Ja, alles klar. Gut, finde ich gut, dass ihr mir zustimmt. Ja, ich mache mal das hier runter. Ne? Ich mag Schalter zu betätigen. Okay. Das ist aber sehr praktisch nach oben. Ich gehe vor und sehe mich um. Da fällt mir gerade ein. Hat sie jetzt? Nee, sie hat noch nicht Rückwärtssalto. So, ich will dieses Schockphänomen jetzt mal langsam ja erledigt bekommen. Wir haben ja herausgefunden, wie das geht langsam. Verdammt. Meine Gedanken rasen wie wild. Ich weiß. Ganz normal. Die wollen Sektor 7 zerstören? Das kann sie nicht ernst meinen. Aber selbst wenn sie es ernst meinen, ziehen sie das bestimmt nicht durch. Bestimmt nicht. Ja. Hm? Aeris, weißt du etwa mehr? Wie? Tifa! Aeris, kommt einzeln rüber. Okay. Ich gehe vor. So. Aeris, jetzt du. Alles klar. Nur noch ein Stück. Aeris, spring! Das war knapp. Danke, Tifa. Doch nicht dafür. Dir auch. Weiter. Na gut. Alles klar. Ich glaube, ich habe das noch nie irgendwie so erwähnt, aber ich finde die deutschen Stimmen passen eigentlich. Ich finde die deutschen Stimmen gut. Ich so jetzt für mich entschieden. Oder? Was haltet ihr davon, ne? Ich habe natürlich keinen Vergleich zu den englischen oder japanischen Stimmen oder was für andere Sprachen es noch gibt. Aber ich würde sagen, die deutschen Stimmen passen eigentlich. Rasen deine Gedanken wieder? Wenn ich so an Final Fantasy 15 zurückdenke, da waren die, weiß nicht, ging so. Also wir können manchmal hat sich das so gezwungen angehört. Du musst nur fest daran glauben. Verstehe. Mehr dazu gleich. Denk einfach an was Schönes, wenn Sektor 7 gerettet ist. Wenn wir es schaffen, könnten wir oben bummeln. Also, wir könnten zum Beispiel was Hübsches für den siebten Himmel suchen. Du und ich? Warum nicht? Ja, klingt toll. Cloud kann unsere Tüten tragen. Dem geben wir ordentlich zu schleppen. Redet ihr über mich? Tun wir nicht. Oh nee. Halt mich fest! Nicht loslassen! Noch einmal festziehen! Vielen Dank. Ach was. Okay. Da ging ja noch mal gut, ne? Keine Ahnung, zu Final Fantasy 15
Deutsche Synchro war eigentlich auch gut, aber weiß ich nicht. So manchmal hat man irgendwie so, hat sich das so abgelesen irgendwie angehört. Irgendwie in dem Spiel hört sich das viel natürlicher ein. Weiß ich nicht, wenn ich mich da beschreiben soll. Keine Ahnung. Ich glaube, der Vegas, der hat mir mal irgendwie erklärt, irgendwie, ich weiß nicht, ob es halt nur auf die Elder Scrolls irgendwie so bezogen hat, weil das hat er irgendwie in dem Beispiel so gesagt, aber ich meine, der hat mal irgendwie gesagt, so deutsche Synchronsprecher, die bekommen einfach nur einen Text und bekommen irgendwie nicht eine Szene oder so zur Verfügung gestellt. So, weiß ich nicht. Also Directions oder so, um irgendwie weit nicht irgendwas anfangen zu können mit den Sachen, was sie da bekommen. Ich weiß nicht genau, ob das ungefähr so war, aber halt nicht so ungefähr, wenn ich das so darauf irgendwie hier beschreiben würde, dann würde ich Final Fantasy 15 genauso beschreiben, so im Sinne von, ja, die haben das gelesen, aber weiß nicht, hatten irgendwie keine Szenen oder so. Ich merke gerade, das sind gute Sachen. Der Magiewert erhöht sich um 10%. Das war schweineteuer. Was haben wir denn gerade ausgerüstet? So, also er hat ja noch hier den Meistergürtel, ne? Ist ja nicht schlecht, war glaube ich. TP um 10%, Stärke um 5, ja. Energy Drinks sehe ich gerade da. Sie kann ja Dings Angriffskraft Stärke 5% mehr nehmen, ne? Und Aris kann Ohrringe, die geben, ja. Müsste ich mir beides noch so leisten können eigentlich, ne? So, was haben wir hier noch? Stirnband. Schlafschutz. Ah, das ist wie so eine Wiederbelebungspuppe, wie in den Tales of Spielen. Ist einmal K.O. So, einmal Magiewert. Boom. Und einmal, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja. Gut, haben wir neue Sachen. Direkt mal ausrüsten, ne? Sind sie da? Reif der vollen Kraft und Platinohrring, ne? Ja, alles klar. Mal weiter die Stärken noch ausbauen, ne? Erstmal wieder hinsetzen. Wow. Nur noch ultimative Waffen holen, ne? Da frage ich mich gerade, wie machen die halt eigentlich mit den besten Waffen des Spiels hier so? Ich meine, jeder Charakter hatte natürlich eine ultimative Waffe im 7. Teil, aber die können sie auch nicht jetzt hier schon in Midgar oder so raushauen, ne? Ja, Clouds Ultima Schwert und Tifas Nirvana, glaube ich, hieß der Teil, ne? Ne, Quatsch, das ist von Yuna aus Final Fantasy 10. Oder siebter Himmel, hieß das nicht auch siebter Himmel, die Waffe? So ist ihre letzte Limit-Attacke jedenfalls, aber ich glaube, die Waffe ist auch so, ne? Ich weiß es gar nicht. Ne, keine Ahnung. Ich habe auch nicht irgendwie, weil nicht. Fällt auch so auf, ich habe nicht wirklich so... Jawohl, aber gelernt. Bevor der Kampf zu Ende war, gut. Ja, und ich habe irgendwie so den... das Endgame Content hier von Final Fantasy 7 nicht so ausgenutzt. Also ich habe jetzt nicht so viel 100% oder so immer gespielt. Ich habe eigentlich immer nur das Spiel gespielt. Ich habe nicht wirklich die ganzen optionalen Bosse bekämpft und so, weil die alle Schweine schwer waren auch. So, wir haben neue Sachen und boom, die Materie kommt natürlich da rein. So, jetzt hat sie die Fähigkeit für immer, ne? Wenn wir sie einmal gelernt haben. Kann sie wieder eine neue lernen. Wir müssen eigentlich mit Cloud auch noch mal irgendwie die Fähigkeit, aber das
wird bei dem ewig da am Ende des Schreckens. Da brauche ich mal zwei Dinger. Und ja, bis ich zwei Dinger habe, sind die Gegner schon tot, leider. Da sieht man jetzt an ihren Handschuhen irgendwie. Ja, ne? Ich meine, sie hatte gerade schon irgendwie so weiße Handschuhe an. So gemerkt in der Cutscene. Deswegen habe ich mich irgendwie gewundert. Diese neuen, die sind irgendwie weiß. Hatte man die anderen auch schon weiß? Lass mal nachgucken. Oh, waren sie sogar. Okay. Also andere Leute, die, weiß ich nicht, konzentrieren sich hier auf die Story und so, ne? Ich glaube, hier rum machen wir aber so was hier Gedanken. Bin ich gespannt, wie Let's Plays von einigen Leuten aussehen. Ob die Leute überhaupt früher Final Fantasy 7 gespielt haben. Die überhaupt eine Ahnung haben, wer alles die Charaktere sind, so. Bin ich gespannt, denke ich. Auf Hochtouren. Ja, das war das, ne? Alter! Okay, das ist krass. Aua. Nach der Schockphänomen, ich hab's vergessen. Boom. Ah, schade. Ich hab irgendwie nicht darauf geachtet hier. Ich möchte diese eine Fähigkeit hier mal, diese eine Mission erledigen. Es ist im Bereich des Möglichen. Ich muss noch mal gegen so einen Zargen kämpfen. Die halten viel aus. Den kriege ich da bestimmt hin. So, wer kommt hier? Niemand, alles klar. Mogelmedaille. Die gibt es ja auch noch, stimmt. Da sind Gegner. Das ist eine. Hier sind viele Gegner. Alles klar. Hi, was geht? Na? So. Nein, du sollst auf die gehen. Mal selbst das wärst du ab, ehrlich. Was bist du anfällig? Eis habe ich nicht. Sag gegen was? Doch, habe ich wohl. Jetzt ist dadurch gestorben. Gott verdammt! Wie soll ich denn diese Mission abschließen, wenn ihr alle so schnell stirbt? Ah! Okay. Okay. Oh hey. Hinter Gittern. Komm schon, da kommst du nicht ran. Ehrlich? Oh. Benutzt seine Schultern, Cloud. Ich laufe mal hier so im Kreis erstmal. Und dann kann ich bestimmt nicht aufmachen, ne? Doch. Aha. Oh, da geht's schon weiter. Ne, ne, dann erstmal. Oh. War die vorhin auch schon hier? Guck mal den Rest hier. Bin ich jetzt echt hier so drei Parts irgendwie. Diese Kanalisation hier drin, ne? So, da waren noch Gegner, ne? Komm mal her. So, du bist anfänglich dingend. Na. Oh. Nee, du bist. Oh, der ist schon tot, ey. Verdammt, wie soll ich denn das machen? Und warum kommt Tifa immer so viel Schaden? So, am besten wäre jetzt, wenn so ein Zagi noch mal auftaucht. Das wäre das Geilste. Hey, einen Moment mal. Okay, wollte schon sagen. Warte, was? Aber wir hatten von der Nebenquest Widerstand. Weiß, wenn ich hier als erstes hingegangen wäre, so. Boah. So, Widerstand.
Oh, ich habe so das Gefühl, ich weiß, was das sein könnte. Ich mich gerade. Nee, ne? Doch. Gibt bestimmt irgendwie Widerstand gegenüber Staatsfähigkeiten oder so, ne? Wenn ich irgendwie. Sehr gegen Zustandsveränderung, ja. Gift, Zeit, Versiegelung und Zerstörung verbunden werden, alles klar. Ja, habe ich mir schon gedacht, so. Da geht es auch noch weiter. So, da ist ein Zargen. Perfekt. Ich habe auf dich gewartet. So, als erstes. So, du bist fähig gegen Feuer. So, bitte nicht zu viel Schaden machen, der muss noch. Perfekt. So, jetzt komm her. Also nicht. Und jetzt. Oh mein Gott, ehrlich? Wurde ich im Frosch gerade verwandelt? Boah, ehrlich. Ich hätte die Mission jetzt abschließen können. Der musste jetzt natürlich so einen Mist mit mir machen. Ey, Gott verdammt, ey. Oh, aber so hat man wenigstens mal einen Froschzustand gesehen, ey. Wer hat das gedacht? Man verwandelt sich in Frosch. Man kann dann irgendwie relativ wenig machen. Er ist jetzt nicht ehrlich das Ding bekommen, was ich mir geholt habe, oder? Nee, ne. Nee, das ist was anderes. Seelenohrring. Aber das ist auch neu. Im Kampf einmal automatisch wieder. Achso, das ist so ein Ding. So eine Wiederbelebungspuppe, sag ich mal. Dinger gibt es auch in den Tales of Spielen, benutze ich nie. Ich glaube, wenn man unendlich von denen kaufen würde, ne? Und in den Tales of Spielen kannst du ja im Kampf noch umrüsten und so. Und keine Ahnung, gehst in den Kampf rein, gehst kaputt. Dann kannst du wieder neu ausrüsten. Klappt das überhaupt? Weiß ich gar nicht. Ah. So, komm, ich kriege ich jetzt. Entfällt glaube ich nicht. Das gibt's jetzt einfach nicht. Ey. Boah. Keine große Sache. Ey, warum bekommt Tifa so viel Schaden? Wann ist denn ihre Abwehr? Die hat jedes Mal irgendwie voll viel HP verloren. Verteidigung. 46, 6. Die hat mehr Verteidigung als Cloud. Was? Na. No. Aber ich will halt echt mit dieser blöden Mission ja erledigen, ey. Ich hab Bock, mich jedes Mal so darauf zu konzentrieren, ey. Das ist auch voll schwachsinnig langsam. So, oh Gott. Geht es da etwa raus? Ich frage mich, ob sich der Wasserpegel irgendwie senken lässt. Ernsthaft? Hast du halt gerade echt gesagt? Wir haben jetzt schon 10-mal irgendwie den Wasserspiegel gesenkt und erhöhte. Jetzt kommst du und fragst irgendwie so, ich frag mal, ob man das irgendwie machen kann. Hey. Okay. So. Elektriker Cloud, leg los. Damit lässt sich der Wasserzulauf regulieren. Kriegst du das hin, alles Könner? Wasserablauf. Das muss es sein. Und dann jetzt für eine Antwort. Ja, was sie sagte. Geht nicht? Scheint kaputt zu sein. Rote Leuchte, Verstopfung im Abwasserrohr. Mit der manuellen Pumpe Müllansammlungen herausspülen. Das habe ich in der Bar schon mal gemacht. Okay, ich gehe. Komm, Aris. Wir beide erledigen das. Cloud kann hier gucken, ob ein anderer Fehler angezeigt wird. Aber ich...
Die Pumpe müssen zwei Gleichstarke bedienen. Wir sind gleich wieder da. Zwei Gleichstarke. Eris ist genauso stark wie Tifa. Ich glaube, Tifa ist stärker als Cloud. Also ich glaube, die hat den kräftigeren Händedruck als er. Okay. Die Pumpe ist doch etwas anders. Die in der Bar ist viel simpler gebaut. Oh. Ventil öffnen. Bewege nach oben, um das Ventil zu öffnen. Die Nadel des Messgeräts wird sich von rechts nach links bewegen. Drücke in Schnellfolge X, bis die Nadel links angekommen ist, um den Zielbereich zu vergrößern. Sobald die Nadel wieder nach rechts bewegt, ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Also los. Versuchen wir es nochmal. Oh, okay. Oh, muss man abtimen oder was? Ah, okay. Klappt nicht, wie? Geht schon. So, jetzt, ne? Jetzt, wenn man einmal versteht, was man überhaupt machen muss, dann ja. So, jetzt muss ich das anhalten im richtigen Moment. Na! Versuchen wir es nochmal. Na! Nicht so hektisch. Ist auch gut, Mann. Aber irgendwann schafft man hat ja so oder so, ne? Wenn das Ding einmal größer wird, also hat doch geklappt. Also los. Ist bestimmt eine Trophäe oder so, alles beim ersten Mal schaffen. Ah! Klappt nicht, wie? Ja, auch irgendwie schon. Jetzt ein bisschen. Jawohl. Geschafft. Großartig. Komm, gehen wir zurück. Cloud macht sich sicher schon Sorgen. So lange waren wir auch nicht weg. Und nix. Okay. Dann raus aus der Kanalisation nehme ich mal an, ne? Aber da unten warten bestimmt jetzt voll viele Monster oder so, ne? Also ich hoffe es. Hat ja gut geklappt. Was hast du erwartet? Okay, die Musik ist ein bisschen ernst gerade. Okay, da sind ein paar Viecher. Bringen wir es hinter uns. Okay. Oh, oh nee. Dann übernimm. So, du bist anfällig gegen Feuer. Zieh dich zurück. Es wird heiß. So, mit zwei Sargins werde ich ja wohl diese blöde Mission abgeschlossen kriegen, ne? Der hat den verfehlt. Ey, Junge! Die hat den auch verfehlt. Junge, wollte ich gerade verarschen oder was? Ah.
Das hat nicht gereicht. Super. Oh. Ich könnte so kotzen gerade. Wer kam auf diese blöde, verdammte Gegnermission, ey? Die ist so unnötig schwer gemacht, ne? Ich aus einem gar nicht zweimal irgendwie Feuer daneben gehauen habe. Wie geht denn das überhaupt? Macht das Spiel doch extra langsam. So, noch mehr. So, Feuer. Zack. So, den habe ich getroffen, oder? So, haben wir endlich erledigt, ey. Leck mich am. So, haben wir diese blöde Ding ist auch erledigt. Ey. Ich krieg da Kotzen, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie man 200% Schaden kriegen soll bei Alter. Die ist schon wieder. Weiß man nicht, wie man 200% Schockschaden hinkriegen soll, aber ja, wissen aber das schon mal erledigt. Ey. Also ich muss nie wieder irgendwie. Wieder nach oben. So, mit ihm müssen wir jetzt noch Dingens hier erledigen. Ne, Ende mit Schrecken. Ins Gesicht, Alter, hat das Schaden gemacht. Oh Gott. So, auf Hochtouren. Ja, das sieht voll überpowered aus, ey. Da geht, da hat jemand gequackt. guck mal, da ist jemand Frosch. Oh Gott, oh, ein Jungfangkuss, ich weiß, aber so, vermeide mich bitte nicht auch noch ein Frosch, das wäre voll kacke. Ins Gesicht. Oh Gott, da kommt noch mehr, ehrlich. Ah, nee, der kam gerade wieder aus dem Wasser oder so, ne? Okay. Ah, okay, jemand hat ein Level up. Muss man direkt machen, ja? Tiefer war das, ne? Ich glaube nicht, ob ich mir irgendwas leisten kann, aber lass mal gucken. Magische Attacke beim Blocken, ATB-Aufladung, ja. Ja, ist auch nicht schlecht. Machen wir ja dann auch direkt die gleiche raus. Also, oh, guck mal da. 10 Dinger, physische Attacke, 10. Hell damit. Ja, die könnten ja viel stärker sein eigentlich, die alten Waffen, ne? Weil die vier Dinger haben. Ja, aber macht glaube ich Sinn, ne? Weil ich nehme an, die Dinger, die man, die Waffen, die man später bekommt, die sind natürlich ein bisschen stärker, ne? Also die alten Waffen müssen ja irgendwie damit mithalten können. Deswegen geben sie denen irgendwie mehr Dinger jetzt zum Ausrüsten, ja, so plus 18. Ja, jetzt sind die ganz alten Waffen schon wieder relevant von den Werten, ja, jedenfalls die schon fast so stark wie die hier jetzt. So, raus hier. Oh, hier ist doch schon alles sicher. Cloud. Nope.
Noch mehr, ehrlich? Nee. Wir machen es uns aber auch schwer. Wir schmecken nicht. Ungenießbar. Geht schon mal vor. Los! Ja! Du auch. Aber es sind zu viele. Kümmere dich um Eris. Beeil dich. Ich warne euch. Ich bin verdammt stark. Cloud, schnell! Oh, da war schon Kapitel 10. Okay, cool. Der Feenschlag. Ein Limit, das tiefer erlernen kann. Hey, danke, Spoiler. So, jetzt sind wir hier gelandet, genau. Auf den Friedhof. Den Zugfriedhof. Roger. Der Vergeltungsschlag wird durchgeführt. Wir beginnen mit der Induktion. Die Typen in ihrem Turm da oben drehen echt am Rad. Jeder Widerstand wird im Keim erstickt. Das ist doch nichts Neues, oder? Einen ganzen Sektor zu vernichten, aber schon. Naja, wer im Glashaus sitzt. Was? Sicher nur eine Patrouille. Los, nach Sektor 7. Aber wir sind doch schon in Sektor 7, oder? So. Alles klar. Türk sind schon mal auf den Anmarsch. Ich habe 99 Heiltränke. Das heißt, ich kann ein paar davon mal verscherbeln. Sonst wäre das Verschwendung. Da verkaufen wir mal. Benutze ich die überhaupt nicht, ne? So, jetzt ein bisschen Geld davon bekommen. Und die werden nicht verschwendet sein, weil ich ja 99 von denen ab. So, wir sind jetzt im Eisenbahnfriedhof, genau, nicht Zugfriedhof. Und ja, Geisterstunde, warum heißt denn das wohl so? Das werden wir vielleicht im nächsten Part mal erfahren, ne? Erstmal gehe ich hier hin und chillax erstmal, ne? Habe ich noch irgendwelche Waffen, die ich hochleveln kann? Mal schauen. Gucken wir mal. Wo ich glaube nicht, ne? Gut, lass mal den Part beenden. Gut, ich sag dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss!